Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Wie stark ist eigentlich die Liebe? Unser Lied von heute sagt, sie ist so stark wie ein Korn. Vielleicht eher ein Vergleich, der hinkt. Oder vielleicht macht Liebe heutzutage nicht mehr so viel her. Vielleicht merken wir in unserem eigenen Leben, das ist jetzt aber nicht so wie im Film. Aber Liebe hat eine ganz ordentliche Kraft. Und das merken wir dann, wenn wir uns mal genauer anschauen, was dieses Korn eigentlich alles schafft. Wenn es in eine Erde fällt und erst einmal erstirbt, dann kann daraus was unglaublich Tolles wachsen. Und je nachdem, welches Korn es ist, zum Beispiel ein Korn von einer Löwenzahnpflanze, dann hat es sogar die Power, durch Asphalt zu brechen. Etwas, das ich sonst nicht gedacht hätte. Aber ein Korn hat eine unglaubliche Kraft. Und diese Kraft hat auch Gottes Liebe. Vielleicht ist sie im ersten Moment eher unscheinbar und klein und man erwartet nicht allzu viel davon. Aber sie kann uns überraschen. Sie kann uns packen mit einer unglaublichen Kraft. Und es kann etwas Wunderbares draus wachsen. Wir singen heute Korn, das in die Erde. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe braucht die Welt den Stab. Letzte Ehrenfelsen vor der Liebe Jesus ist tot, wie sollte er noch leben? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren, Gottes Samen kommt, unser Herz gefangen. Ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. So seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.